einfach abgeknallt. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Leute, und all diese Befehle kommen aus dem Koran. Ja? Die Juden werden überall umgebracht. Keiner hat den Juden Recht gegeben. In Europa werden die Juden umgebracht. Von wem? Von wem? Seit die islamische Religion kommt, die Juden haben erst Recht gehabt. Aha. Die Juden haben Recht gehabt, als der Islam gekommen ist. Leute, 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 was ist denn das für eine Fantasterei? Die Juden werden im Koran als Affen und Schweine diffamiert. Leute, 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 in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Ja? Also. Leute, ihr erzählt ein Zeugs, was völlig falsch ist. Das ist die Realität. Allah verflucht die Juden. Schaut nach, Sure 2, Vers 88. Allah hat die Juden wegen ihres Unglaubens verflucht. Ja? Das ist die Realität. Das sind Moslems, die hier Israel-Fahnen verbrennen, weil sie fanatisiert sind von dem Judenhass des Korans. Weiter. Juden werden im Koran als Affen und Schweine diffamiert. Als Affen und Schweine. Und der Prophet Mohammed hat vorausgesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Juden sollen getötet werden. Ja, nicht verdammte Scheiße, das ist der Prophet Mohammed. Und dieser Befehl steht im Programm der Hamas in Artikel 7. Die Hamas, das ist die politische Partei, die den Gazastreifen anführt. Die haben in Artikel 7 genau das wiedergegeben. Ja? Alles, alles Realität, Leute. Ja? Die rennen wie fanatisiert gegen Israel, wollen den Staat der Juden vernichten. Bekämpft die Juden und Christen, bis sie ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen. Eine Unterwerfungsideologie, feindselig gegenüber Juden und Christen. Sure 9, Vers 29, ein bekannter Schlüsselvers des Korans, der genau dieses Unterwerfungsprogramm in Stein gemeißelt hat. Leute, wie kann man denn so naiv sein, dass man auch noch diesem Islam den roten Teppich ausrollt, diesem politischen Islam? Hier, Juden in Affen und Schweine verwandelt, ja, alles im Koran. Bitte was? Ihr hasst Israel, ja? Maske auf. Maske auf. Maske auf. Israel wird vernichtet, ja? Israel wird vernichtet, ja? Fick Israel, sagt er, ja? Ich auch, ja? Auch alle ficken, ja? Verfluchte Scheiße, was noch alles? Was wollt ihr noch alles machen? Ja? Was noch alles? Ja? Was noch alles? Wir werden gefickt, wir sind scheiße, ja? Was noch alles? Gewalt? Komm, sprich dich aus, was willst du machen? Willst du alles zusammenschlagen hier? Komm, sprich dich aus, ja? Wir haben schon gehört, wenn die Polizei nicht da wäre, wärt ihr alle tot. Hey Leute, wir haben Erfahrung mit aggressiven Moslems seit 10 Jahren. Wir haben gehört, wenn die Polizei nicht da wäre, würden Bomben fliegen. Leute, Leute, ihr braucht uns nichts erzählen. Das ist das Gedankengut, das aggressive, faschistische Gedankengut, was da voll zum Tragen kommt. Juden werden übelst diffamiert im Koran. Der Koran ist judenfeindlicher als Mein Kampf von Adolf Hitler. Werdet verstoßene Affen. So steht es im Koran. Und so sind die fanatisiert. Ein palästinensischer Moslem, der gegen Israel anrennt. Voller Wut. Ja, ja. Wir zitieren aus dem Koran. Wir zitieren aus dem Koran. Alles Koran. Sura 8, Vers 39. Und kämpft gegen sie, die Ungläubigen, damit keine Verführung mehr stattfinden kann. Und kämpft, bis sämtliche Verehrung auf Allah allein gerichtet ist. Totalitäre faschistische Ideologie. Es zählt nur ein Gott, Allah. Alle anderen Götter werden bekämpft und vernichtet. Alles muss an Allah glauben. Die Scharia muss das geltende Gesetz sein. Demokratische Gesetze werden eliminiert. Der Islam muss herrschen. Das ist das Programm. Leute, und ihr braucht nicht glauben, dass wir so blöd sind und dem Zuschauen dieser Entwicklung, wir dumme Schafe, die auf der Wiese grasen. Nein, wir sind nicht dumm. Ja, wir sind auch nicht gutmütig bis ins Letzte. Wir sind wehrhaft, ja, der Islam, der politische Islam, das sagen wir euch, trifft jetzt zum ersten Mal in seiner Geschichte auf einen hochentwickelten Kontinent.
Unsere Eltern und Großeltern haben dieses Land aus Schutt und Asche aufgebaut und eine der leistungsfähigsten Länder dieses Planeten gemacht. Ihr braucht uns nicht beleidigen. Wo kommt ihr her? Sagt mir eure Länder. Pakistan, Afghanistan, ja, Somalia und so weiter. Ja, da könnt ihr mit Bewunderung auf unseren deutschen Staat schauen. Hier ist Wirtschaftsleistung, hier ist Energie, Tatkraft, hier ist Ingenieurskunst, hier wurden Erfindungen gemacht über die Jahrhunderte. Hey, wenn ihr könnt uns nicht beleidigen, ihr könnt uns überhaupt nicht beleidigen. Ihr könnt zwar rumschreien, ja, könnt ihr, aber uns Deutsche könnt ihr niemals beleidigen. Wer beleidigt, wird angezeigt und strammgezogen. Wir werden euch zeigen, dass unser deutscher Rechtsstaat hier die Herrschaft hat und nicht der politische Islam und nicht die Scharia. Ihr werdet schon sehen, wo es hingeht, ja. Mit euren Zornausbrüchen, mit euren Beleidigungen werdet ihr an die Wand fahren. Ich sag's euch, bald wird in Deutschland kein Platz mehr sein für radikale Moslems, die den politischen Islam hier an die Macht bringen wollen. Das sind die letzten Ansagen. Da kannst du doch so sehr den Scheibenwischer machen. Leute, wir wissen Bescheid über die Ideologie, die seit 1400 Jahren die Menschheit in Krieg, Gewalt und Terror gestürzt hat. Mit 270 Millionen Toten. Leute, hey, die Zeit wird kommen. In Frankreich ist es jetzt schon soweit. Du bist nicht normaler Mensch, Mann. Du bist zurück. Du beleidigst uns die ganze Zeit. Du kannst mich nicht beleidigen. Du kannst. Aus welchem Land kommst du? Aus Syrien. Aus Syrien, ja? Du. Was ich kaputt gemacht habe. Du, in Syrien gibt es einen modernen Staatschef, den Assad. Und der ist Alawit, das ist ein moderner Moslem. Ja, jetzt zeig mal euch mal, was in Syrien los ist. Ja, in Syrien, da haben langbärtige Moslems, so wie du, haben einen Dschihad gemacht gegen diesen modernen Regierungschef Assad, der den Christen Schutz gewährt, der modernen Moslems Schutz gewährt. Und die wollten hier einen islamischen Staat errichten. Deswegen haben sie Dschihad gemacht gegen Assad. Und da ist der Putin völlig zu Recht dem Assad zur Seite gegangen. Und jetzt können die Christen wieder Weihnachten feiern in Aleppo und überall, Damaskus. Die Christen, wir kennen die Christen in Syrien. Wir kennen auch christliche Missionare, die dort unterwegs sind. Die sagen, mit Assad, da ist Schutz, da ist Garantie für Freiheit. Ja? Und hier, langbärtige Moslems wollen dort einen islamischen Scharia-Staat, ja? Wie sie es auch im Irak eingerichtet haben. Ja? Leute, ihr braucht nicht glauben, dass ihr euren Zirkus bei uns in Deutschland und Frankreich und Europa machen könnt. Ich sage euch eins, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr dem politischen Islam und der Scharia eine Absage, ja? Oder es wird langfristig kein Platz für euch in Europa sein. Das sagen wir euch als selbstbewusste deutsche Staatsbürger, ja, die hier dieses Land geerbt haben von ihren Eltern und Großeltern und Ahnen, wo hier jahrhundertelang der Kampf geführt wurde für Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte. Ihr braucht nicht glauben, dass wir uns das wegnehmen lassen von einer 1400 Jahre alten totalitären faschistischen Ideologie des politischen Islams. Das braucht ihr nicht glauben. Ja? Entweder ihr unterwerft euch den demokratischen Gesetzen, wenn ihr euch schon unterwerfen wollt, ja? Den demokratischen Gesetzen, dem Grundgesetz, dem Strafgesetzbuch. Scharia gibt es hier nicht, oder? Bist du bereit? Scharia-Absage? Was? Also, ich höre zu. Sagen wir, in Irak 5 Millionen Kinder gestorben. Warte mal. Im Irak, ich sag's nur laut, im Irak sind 5 Millionen Kinder gestorben. Sagt er. Das haben die Juden gemacht. Ich kann dir in meine Facebook. Was haben die gemacht, die Juden? Die Juden. Ich kann dir die Juden haben 5 Millionen Kinder im Irak umgebracht. In meine Facebook. Oh Leute. Wer erzählt euch denn so einen Scheißdreck, ja? Im Irak, da tobt ein Krieg zwischen Schiiten und Sunniten. Im Irak schmeißen Sunniten, Schiiten Bomben in die Moscheen rein. Ja, das ist der Bruderkrieg des Islams. Sunniten und Schiiten bekämpfen sich gegenseitig. Ja, ja, komm, schreit euer Allahu Akbar. Nicht wer am lautesten schreit, hat recht, ja? Das Licht, Ali! Lass du mich weiter, ich werde dir Video zeigen. Wenn dann ist das ein Praktikum bei mir, ganz gut an die Video. Nicht einfach reden. Komm hier! Komm zu mir! Ganz gut zu mir kommen! Ich rede nicht! Komm zu mir!
So Leute, ihr seht jetzt, was hier aufeinander prallt. Während die deutsche Nationalhymne kommt, schreien die Allahu Akbar und deuten nach oben. Nur Allah zählt. Das ist das Gedankengut, was in diesen Köpfen ist. Da zählt nur Allah und die Scharia, das islamische Gesetz. Ja, den deutschen Staat lehnen sie ab. Sie lehnen die deutsche Nationalhymne ab. Sie beleidigen sie, indem sie Allahu Akbar währenddessen schreien. Hey, normalerweise ist man still, wenn die Nationalhymne kommt. Ja? Jetzt streckt dein Mittelfinger raus. Leute, das sind Feinde des demokratischen Rechtsstaates. Feinde unserer deutschen Gesetzgebung. Feinde unseres Grundgesetzes. Leute, die Feinde sind mitten unter uns. Und auch in Frankreich sind die Feinde mitten unter ihnen. Es gibt bereits 109 islamisch besetzte Zonen, die als No-Go-Areas identifiziert sind. Der Innenminister Frankreichs, ein Enkel algerischer Einwohner, Einwanderer, übrigens modern eingestellter Moslem, der hat gesagt, der politische Islam ist der Todfeind der Republik. Leute, modern eingestellte Moslems haben es begriffen und die sind auch übrigens herzlich willkommen. Modern eingestellte Moslems, die gerne hier leben, die das deutsche Grundgesetz schätzen, wertschätzen, die erkennen, dass die Scharia, das barbarische Gesetz aus dem 7. Jahrhundert, keine Gültigkeit mehr haben darf. Die hier dieses Land lieben, die auch bei der deutschen Hymne die Wertschätzung zeigen und dort still sind und zuhören, am besten mitsingen, Einigkeit und Recht und Freiheit, die sind herzlich willkommen. Aber diejenigen, die dabei Allahu Akbar schreien, ja, und nach oben deuten, hier zählt nur Allah. Leute, ihr seid hier nicht willkommen. Und ich sag's nochmal, es war ein Fehler, euch ins Land zu lassen. Ja, du aus Somalia, gell? Aus Somalia, alles klar. Ne? Und andere aus fundamental islamischen Ländern, wo die Scharia gilt. Und dieses Gedankengut haben diese Menschen nicht an der Grenze abgelegt. Sie haben es mit reingenommen und das wird jetzt hier ausgelegt. Leute, ja, wo kommen Sie her mit der... Wie? Aus Somalia, ja. Super, da kommen die Piraten her, die Schiffe überfallen. Ja, super. Raub war schon immer Bestandteil des politischen Islams. Schon Mohammed hat Karawanen überfallen, mit Raubzügen seinen islamischen Staat finanziert. Ja? Warum verhüllen sie sich? Warum verhüllen sie sich? Weil es im Koran steht. Sie sollen sich verhüllen, damit sie als Muslime erkannt werden und nicht belästigt werden. Das ist der Grund fürs Kopftuch. Leute, es gibt keine religiöse Begründung fürs Kopftuch. Es ist eine sexuell begründete. Weil damals im 7. Jahrhundert in Arabien, da konnten die Männer sie nicht zurückhalten, wenn sie eine leicht bekleidete Frau gesehen haben. Deswegen sollten sie sich verhüllen von oben bis unten. Am besten hier mit Burka oder Hijab oder Chador, so wie sie. Ja, damit die Männer nicht zugreifen. Leute, und das Schlimme an der Sache ist, dass im Umkehrschluss eine leicht bekleidete Frau in der Einstellung als freiwillig gilt. Die ist ja selber schuld, wenn sie belästigt wird, wenn sie sich nicht verhüllt. Leute, und dieses Schicksal erleiden hunderte deutsche Frauen, die von fundamental eingestellten Moslems beleidigt, begrapscht und auch im letzten Schluss vergewaltigt werden. Was wollen Sie von mir? Katholische Kirche hat Kopftuch, außerhalb der Bibel übrigens, weil sie sich dafür entschieden haben. Du kannst mich da nicht dusselig quatschen mit der Takia, mit der Schrift kenne ich mich aus. Ach komm, im Christentum ist das Kopftuch überhaupt keine Pflicht. Es gibt kaum eine Christin, die in Deutschland mit Kopftuch rumläuft. Im Islam ist es Pflicht, weil es ein Befehl im Koran ist. Im Koran steht drin, esst kein Schweinefleisch, deswegen esst ihr keins. Obwohl das völlig unbegründet ist. Schweinefleisch ist gesund, wenn man es in Maßen genießt. Da ist Vitamin B und alles mögliche andere drin. Ein Bestandteil einer ausgewogenen, guten Ernährung. Weil es im Koran drin steht als Befehl, esst ihr es nicht. Ja? So, im Koran steht drin, kein Alkohol trinken, trinkt ihr kein Alkohol. Ja? Hey, Leute, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber diese Gesetze werdet ihr uns nicht aufdrängen. Weil bei uns ist Freiheit. Wir essen Schweinefleisch, wann immer wir wollen, aber leider Gottes, an den Schulen, wo Moslems schon in der Mehrheit sind, da wird schon verzichtet auf Schweinefleisch, weil man Angst hat, dass Moslems aggressiv werden, wenn da noch Schweinefleisch verkauft wird. Ne? Das ist das Einknicken des deutschen Staates vor der Gewaltandrohung durch Moslems. Ja? Wo kommen Sie her? Afghanistan? Pakistan. Pakistan, super.
10 pakistanische Moslems haben meinen Chef ermordet am 26. November 2008 in Mumbai. Sie wurden gedrillt mit den Tötungsbefehlen des Korans. Sie wurden gedrillt mit den Versen, tötet sie, wo ihr sie findet. Sie kamen in Schlauchbooten, kamen sie nach Mumbai. Und dort haben sie 3 Tage lang diese Stadt in Indien terrorisiert. Sie haben sie abgeknallt am Hauptbahnhof im Taj Mahal Hotel, wo mein Chef im 6. Stock war. Sie haben ein jüdisches Hotel überfallen, haben Juden abgeknallt. Ja? 10 pakistanische Moslems mit dem Koran gedrillt zum Töten. Leute, erzählt mir nichts. In Pakistan ist Asia Bibi in der Todeszelle. Die ist in der Todeszelle, weil sie angeblich den Propheten beleidigt hat. Die soll umgebracht werden. Ja? Da werden auch Christen vielfach ins Gefängnis geschmissen. In Pakistan, wenn du aus dem Islam aussteigst, ins Christentum trittst, bist du des Todes. Offizielle Gesetzgebung in Pakistan. Ja? So. Leben Sie lieber in Pakistan oder in Deutschland? Das lassen wir auch nicht. Das ist meine Entscheidung, nicht nur deine. Nein, ich frage Sie, ist es schöner in Pakistan oder in Deutschland? Das ist meine Entscheidung. Ich frage Sie, wo es schöner ist. Ja? Sagen Sie doch, Sie können es doch sagen, dass es schöner in Deutschland ist. Sonst wären Sie hier. So, und wir wollen, dass Deutschland zu Pakistan wird. Weil wenn hier die islamische Scharia herrscht, dann wird Deutschland zu Pakistan. Und das wollen wir nicht, ganz klar. Ja, deswegen sind wir hier. Und Leute, ihr könnt uns weder beleidigen, noch bedrohen, noch einschüchtern und noch weder anschreien oder sonst was. Dies ist Deutschland. Dies ist Demokratie und Rechtsstaat. Und wenn ihr glaubt, jetzt schon hier einschüchtern zu können, Macht ausüben zu können, teilweise mit Gewalt zu drohen. Leute, da seid ihr auf dem falschen Dampfer. Und ich sage euch eins, es werden Regierungen kommen, da heißt es dann gute Heimreise. Dann geht es dann nach Pakistan und nach Somalia, da könnt ihr Scharia machen, da könnt ihr andere einschüchtern und abmurksen, aber nicht in Deutschland. Deutschland wird friedlich bleiben und vor allen Dingen demokratisch bleiben. Hier wird kein Millimeter Scharia zugelassen und wir werden auch all diese falschen Entscheidungen zurückdrehen, wo schon muslimischen Mädchen erlaubt wurde, dass sie nicht am gemeinsamen Schwimmunterricht teilnehmen, weil eben muslimische Mädchen nicht mit unreinen Christen und Andersgläubigen im Schwimmbad rumschwimmen dürfen und sich auch nicht mit Jungs zusammen im Schwimmunterricht zeigen dürfen und nicht zum Sportunterricht zusammengehen und nicht an Ausflügen teilnehmen. Das wird alles korrigiert. Bei uns herrscht Bildungspflicht und da muss jeder am Sportunterricht teilnehmen. Und da wird es keine Ausnahmen geben für Moslems. Es gibt bei uns nur ein Gesetz, das Deutsche, nichts anderes. Und dieses Einknicken aus falsch verstandener Toleranz und Willkommenskultur und Rücksichtnahme und Religionsfreiheit, scheiß drauf auf gut Deutsch. Bei uns gelten unsere Werte und da hat sich jeder anzupassen. Wer sich nicht anpasst, der kann gerne im islamischen Land seine islamischen Regeln leben, aber nicht bei uns. Diese Ansagen, die müssen kommen und die werden kommen, Freunde, weil jetzt kommt der Clash der Kulturen. Diese Entwicklung, die jetzt gerade in Frankreich sind, Frankreich wacht gerade auf. Die haben auch jahrelang zugeschaut. Aber jetzt, diese Köpfungen haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt wehrt sich die französische, demokratische, freiheitliche Republik. Und unsere Herzen schlagen mit unseren französischen Brüdern und Schwestern, die jetzt dafür sorgen, dass die islamischen Zonen, diese No-Go-Areas, aufgelöst werden, radikale Moslems rausgeschmissen werden, zurück in ihre islamischen Länder und dass endlich wieder Freiheit und Sicherheit zählt, dass keine Menschen Angst haben müssen, geköpft zu werden in Kirchen und auf offenen Straßen, dass Juden angegriffen werden und andere. Leute, ihr wisst ja gar nicht, was für eine Feindseligkeit und Bösartigkeit der politische Islam in die Köpfe von manchen Moslems transportiert. Wer einen anderen Menschen einfach so köpft, ja, das ist bestialisch. Ja, und das wird für gut geheißen, auch in Deutschland. Alleine 209 Moslems haben auf einem Facebook-Artikel, wo dem Geschichtslehrer Samuel Paty gedacht wurde, haben mit einem höhnischen Lachen reagiert. Sie heißen es gut, dass er geköpft wurde. Es gibt überall Demonstrationen in der islamischen Welt, wo das Bild des Killers, des 18-jährigen tschetschenischen Moslems hochgehalten wird. Er wird als Löwe von Frankreich gefeiert, als Märtyrer, der den Propheten verteidigt hat. Ja? Und er hat einen Geschichtslehrer, einen 47-jährigen Geschichtslehrer, geköpft. Und sein 5-jähriger Sohn ist jetzt weise, weil der lebte bei ihm. Leute, ich kann euch gar nicht sagen, ja, was ich für eine Wut in mir drin habe. Und diese Wut, hoffen wir, dass die in alle Deutschen und Franzosen und Europäer geht. Dass wir diesen Terror des politischen Islams nicht
mehr akzeptieren werden. Keinen Millimeter Terror, Gewalt und Töten und Frauenunterdrückung und Judenfeindlichkeit und Homosexuellenfeindlichkeit. Keinen Millimeter. Und da könnt ihr euch überlegen, entweder seid ihr da dabei oder ihr seid gegen uns. Wer gegen uns ist, der wird bald keinen Platz mehr haben in diesem freiheitlichen Europa. Wir sagen es euch jetzt in Guten. Wir haben es heute lange genug freundlich versucht, die Hand gereicht. Wir haben geerntet Beleidigungen, Bastard, Hurensohn, ja, Diffamierungen ohne Ende am Fließband. Leute, unsere Geduld ist langsam zu Ende. Ich mache das seit 10 Jahren. Was meint ihr? Da braucht ihr gar nicht so höhnisch zu lachen. Ihr seid hier in einem Volk von stolzen Deutschen, ja. Den werdet ihr nicht eure Scharia aufpfropfen, ja? Euer islamisches, barbarisches Gesetz aus dem 7. Jahrhundert. Das wird hier nicht funktionieren, Leute. Frankreich schreitet voran. Frankreich, unsere Brüder und Schwestern. Und Macron wurde vom türkischen Präsidenten Erdogan beleidigt als geisteskrank. Habe ich heute hier auch schon gehört. Von dir, ich wäre geisteskrank, ja? Was machst du denn, ja? Was machst du denn hier? Geld gegeben! Hey, du, deine schmutzige Fantasie brauchst du nicht auf uns übertragen. Wir sind Wiedergründer der Weißen Rose. Wir sind Kämpfer für eine Widerstandsbewegung gegen totalitäre Ideologien. Deine schmutzige Fantasie brauchst du nicht auf uns übertragen. Uns gibt keiner Geld. Wir kämpfen für unser Vaterland. Ihr wisst ja überhaupt nicht, mit was ihr es zu tun habt. Ihr habt deutsche Staatsbürger hier vor uns, die eintreten voller Leidenschaft für ihr Land. Da brauchst du gar nicht die Polizisten fragen, ob das Beleidigung ist. Es ist eine schmutzige Fantasie von dir, wenn du glaubst, dass ich von irgendjemand bestochen wurde. Durch meine Adern fließt deutsches Blut, fließt das Selbstbewusstsein eines Volkes, das seit 1000 Jahren hier auf diesem Planeten Geschichte geschrieben hat. Ja? Dass hier wahnsinnig viele technische Errungenschaften und Erfindungen, da könnt ihr träumen davon in euren islamischen Ländern. Ja? So, und dieser Geist der Weißen Rose schlägt in uns. Susanne Zeller-Hirzel war zusammen mit Sophie Scholl, die haben Flugblätter verteilt, als die Nationalsozialisten unser Land im Würgegriff hatten. Und die haben gekämpft für Freiheit und Demokratie. Und sie hat es geschafft, dass sie nicht unter der Guillotine gelandet ist und hat mit uns am 7. Juli 2012 die Weiße Rose wieder gegründet. In unseren Adern fließt dieser Widerstandsgeist der Weißen Rose. Und ihr braucht euch nicht mit eurer schmutzigen Fantasie uns unterstellen, dass wir von irgendjemand bestochen werden. Wir haben schon Moslems gesagt, wie viel Geld kriegst du von Israel? Wie haben dich die Juden bestochen? Schmutzige Fantasie von Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man aus Überzeugung solidarisch mit Israel ist, mit dem demokratischen Staat im Nahen Osten, der seit seiner Gründung von islamischen Diktaturen angegriffen und Kriegserklärungen bekommen hat. Was ist los?